Willkommen bei AR Digital. Ich bin Alpa und heute sprechen wir über das sogenannte Always-On-Display. Das Always-On-Display ist eine super coole Sache, womit ihr euch Informationen auf eurem Samsung Galaxy A51 anzeigen lassen könnt, ohne dass das Gerät wirklich eingeschaltet ist, so wie hier. Denn normalerweise, wenn man das Gerät einmal ausschaltet, dann ist es einfach schwarz. Und man kann nichts sehen, keine Informationen, kein gar nichts. Und wenn man dieses Always-On-Display einschaltet, dann kann man sich einige Informationen anzeigen lassen. Um das Ganze zu machen, wischen wir einmal von unten nach oben. Wir gehen einmal in die Einstellungen und haben dann hier diesen Punkt Sperrbildschirm. Ich klicke einmal auf Sperrbildschirm und dann habe ich hier diesen Punkt Always on Display. Eine Uhr und Benachrichtigung anzeigen, wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird. Wir können jetzt da mal einmal reingehen und können das jetzt erstmal einmal einschalten. Das heißt, hier steht zum Anzeigen tippen, auf dem Bildschirm tippen, um es 10 Sekunden lang einzuzeigen. Immer anzeigen, ich kann es jetzt auch immer anzeigen machen, wie geplant anzeigen. Wie geplant wäre dann eben mit Uhrzeit. Ich kann den Uhrenstil machen, dass ich zum Beispiel verschiedene Uhrenstile anzeigen lassen kann. Zum Beispiel so oder so. Oder halt welche Uhrzeiten ich auch immer möchte. Ich kann auch sowas hier anzeigen lassen, GIF oder so, oder vielleicht ein Datum. Ganz viele verschiedene Sachen von Uhrendesigns und so weiter und so fort. Ich stelle das jetzt mal vielleicht mal auf das hier, weil das schön auffällig ist. Oder ja, nehmen wir mal das hier. Gehe einmal auf OK. Und dann kann ich auch Musikinformationen anzeigen, Details zur Musik anzeigen, wenn die Face Widgets Musiksteuerung verwendet wird. Und dann kann ich hier eben das Ganze einstellen. So, was genau bewirkt das? Und jetzt gehen wir mal einmal wirklich mal aus dem Gerät raus und schalten es einmal aus. Und dann ist es so, dass ihr hier seht, auf einmal seht ihr hier die Uhrzeit. Ihr seht das Datum, ihr seht, wie voll der Akku ist. Obwohl das Gerät ja letztendlich ausgeschaltet ist. Ich sehe hier auch meinen Fingerabdruck, das heißt, ich kann von hier aus eben direkt in das System rein und mich eben direkt wieder in dem System einmal anmelden. Die Einstellungen kann ich natürlich wie immer auch über den Sperrbildschirm machen, also auch wieder Always On Display einmal drauf. Und dann kann ich auch sagen, zum Anzeigen tippen. Und dann, wenn ich das diesmal ausmache, dann ist es eben standardmäßig nicht da, aber ich kann einmal drauf tippen. Und dann taucht es auf. Das heißt, dann sehe ich eben das Always-On-Display genau dann, wenn ich es haben will, ohne mich eben einmal im Gerät anmelden zu müssen. Ja, das ist das Always-On-Display auf dem Samsung Galaxy A51. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Ansonsten freuen wir uns über eure Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.